bin live. So. Alles schief. Alles schief. Guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen. Hört ihr mich? Wie schön, dass ihr da seid. Birgit 007, ich grüße dich. Baumann, Regina, Silke, Eisenblätter. Guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen. Die vorletzte Sendung in diesem Jahr. Dann ist schon wieder vorbei. Wahnsinn, wie schnell das geht, oder? Es ist der Wahnsinn. Aber jetzt sind wir alle da. Jetzt sind wir alle da. Hallo Elna, Grüße aus Ulm. Ich grüße zurück. Amanilimum. So. Ihr Lieben. Was ein schöner Tag. Es ist sozusagen der, was haben wir denn heute? Was haben wir noch? Den 11. haben wir. 11. haben wir. So, fangen wir mal an. Da, 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 da. Guck mal, ich bin heute wieder, ich sag euch, das ist ja ein Weihnachtsstress, oder? Man kommt total in den Weihnachtsstress. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulig Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulig. Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Stille Wörtchen. Es ist Sonntagabend. Wie jeden Sonntag seit über 2 Jahren gibt es das Stille Wörtchen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid. Ich möchte an allererster Stelle Ellen Öbel danken für diesen wunderbaren weihnachtlichen Festinator, den ich heute anhabe. Und dann möchte ich natürlich meinen Unterstützern in diesem Jahr danken und Gretel, Dermalogica, Noeli und Hakel. Und ob das so bleibt, werden wir sehen. Aber ich danke euch von Herzen, dass ihr an meiner Seite seid. Ganz, 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 ganz toll. Ich habe auch hier das rosa Klopapier. Ich kann nur sagen, einen Kuss an meine Unterstützer, dass es euch gibt. Ohne das wäre es nicht möglich. Im Lippenstift habe ich natürlich heute übermalt. Wurscht! Ja? So, was war das für eine Woche? Eine Wahnsinnswoche war das. Also erstmal möchte ich euch sagen, ich habe den letzten Drehtag gehabt in Bremerhaven. Es war so saukalt. Es war fürchterlich kalt. Es war der letzte Drehtag und dann war ich ganz froh, dass es vorbei ist, weil ich habe noch überhaupt kein einziges Weihnachtsgeschenk. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jedes Jahr denke ich ganz frühzeitig und mache es auch eigentlich. Erstmal Prost. Schönes Apfelschörtchen hier. Es brummt bei euch. Warte mal. Brummen soll es nicht. So, brummt es noch. Schaut mal, ob es noch brummt. Brummt es noch? Nein. Na, bei dir brummt es nicht. Aber bei mir brummt's. Hier schreibt man es brummt. Brummt es noch? Nein. Du sagst nein? Bist du dir sicher, Herr Karl? Bei mir brummt's auch nicht. Bei dir brummt's auch nicht. Brummt's noch? Nein, es brummt nicht mehr. Ah, was hast du gesagt? Es brummt nicht mehr. Herr Karl. Ja. Herr Karl sagt, es brummt nicht mehr, jetzt ist es weg. Super, also, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt hat mich das Brummen total irritiert. So, jetzt bin ich wieder da. So, es ist ein totaler Kälteeinbruch. Ich sage euch was, meine Kinder sind alle krank. Das heißt, wir haben sie schön zu Hause. Herrlich, sozusagen wie früher im Lockdown. Man hat sie einfach zu Hause und ist alles gut. Dann wollte ich euch sagen, es gibt ja wieder so viel zu besprechen. Seit Freitag ist die Serie Friedliche Weihnachten auf Amazon Prime zu sehen. Also wer Lust hat, die sich anzuschauen, Friedliche Weihnachten, ganz viele haben auch schon geschrieben, dass sie es gesehen haben und es ganz, ganz lustig fanden. Ich freue mich natürlich und ihr wisst, ich freue mich über Nachrichten. Dann freue ich mich sehr, dass ihr den Adventskalender so mögt, obwohl es eine Wiederholung ist. Ich finde ihn auch ganz toll. Ich gucke ihn mir selber tatsächlich sehr gerne an und ich finde auch toll, dass ihr den teilt und dass ihr den rumschickt. Das freut mich wahnsinnig und ihr wisst, ich bin ganz happy, weil ihr so viele Kommentare darunter schreibt und manchmal seid ihr ein bisschen fleißig mit den Kommentaren gewesen und schreibt auch nach dem stillen Örtchen nicht so viel und ihr wisst, ich liebe das zu lesen. Da freue ich mich sehr. Dann sind ja also wie gesagt, ich habe keine Weihnachtsgeschenke, aber ich kümmere mich natürlich um euch, dass ihr auf jeden Fall welche habt. Und am 14., also am Mittwoch, 19.30 Uhr, geht die Luzi ab, weil da kommt meine neue Mode, Frau Ulig. Und die bereite ich seit 5 Monaten vor. Und ich bin so wahnsinnig gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich bin
Ich bin auf jeden Fall ganz stolz darauf und es ist nachhaltig und es ist toll. Und ich bin ganz gespannt, was ihr sagt. Und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr zuschaltet, auch wenn ihr sagt, ich brauche gar nichts, aber einfach nur zuschalten, weil es einfach irgendwie mein eigenes Ding ist und weil ich das selbst gemacht habe mit Elemente Clemente und weil es sozusagen mal selber ist, sozusagen. Und das ist was ganz Tolles, wenn man selber was machen kann. Und dann am 18., da werde ich euch nochmal die Uhrzeit sagen, das erfahre ich morgen, weil um 18 Uhr kann ich gar nicht am 18. das Weihnachtsshopping machen. Es wird wahrscheinlich in der Früh um 11 sein am 18., aber das schreibe ich euch natürlich nochmal. Also da macht euch keinen Kopf, das schreibe ich euch nochmal, das ist das Last Christmas Weihnachtsgeschenk. Aber erstmal kommt ja die Frau Ulich-Mode und da ist auch was dabei, was man hervorragend sich selber schenken kann und verschenken kann. So, dann haben wir Lesungen, ihr Lieben. Die sind auch online gegangen vorgestern, da habe ich auch gar nicht mit gerechnet. Und das ist auch lustig. So viele haben geschrieben, bitte Lesung in Deutschland. Jetzt hat das Konzertbüro Augsburg sich dessen angenommen und hat gesagt, sie machen jetzt 3 Testlesungen, ob Deutschland überhaupt Bedarf hat an Lesungen an Frau Ulich und Herrn Karl, Beziehungsstatus erledigt, und hat die ersten Termine in Bayern gemacht. Und wenn die merken, der Bedarf ist da, dann werden die auch weiter ausweiten nach Deutschland. Bei mir schreiben ganz viele, ach nee, also da, das muss hierhin und das muss dahin. Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir die 3 Lesungen haben. Und zwar am 8.3. in Erding, am 11.3. in Rosenheim und am 23.3. in Gersthofen bei Augsburg. Da kommt Beziehungsstatus erledigt. Und in meiner Bio wird auch irgendwann wieder Linktree sein, da kann man zu Lesungen kommen. Ich habe euch auch eben Feed so einen Post gemacht, wo ihr das seht, wo man da hinkommt. Und da kann man sozusagen Karten erwerben, wollte ich sagen. So wollte ich sagen. Und was ist mit dieser Woche? Diese Woche wird nochmal wild, bevor es dann endlich in den Weihnachtsurlaub geht. Wir fahren nämlich am Dienstag zu Stöckel nach Wien in die Sendung. Und am Donnerstag fahren wir wo fahren wir Donnerstag hin? Zum Kölner Treff und sind vorher von 13.30 Uhr, glaube ich. Herr Karl! Herr Karl! Also von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr am Neumarkt bei Thalia und unterschreiben, signieren da Bücher, das haben die organisiert. Was? Sind wir von 13.30 bis 14.30? Ja. 13.30 bis 14.30? Das weiß ich nicht. Jetzt habe ich euch überfordert mit den Terminen, oder? Ja, schätze ich. Schätzt du? Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube 13. Und auf jeden Fall sind wir dann abends im Kölner Treff. Und genau, das wollte ich euch sagen. Herr Karl! Am 17. kommt der Herr Karl in der ARD auch noch. Das werde ich euch alles posten, da macht euch keinen Kopf. Wie heißt der Film? Was? Wie heißt der Film? Herr Karl, ach Mensch, komm noch mal. Ich mache Werbung für deinen Film und du kommst nicht. Sag mir doch mal, 17. ARD, 20.15 Uhr, oder? Was? Das Herz von Kapstadt. Das Herz von Kapstadt, am 17. Ja, du mich auch. Du regst mich auch auf. Mein Kopf ist einfach gerade leer. Deshalb ist auch gut, dass gleich eine Gedächtnistrainerin kommt, weil ich kann mir überhaupt nichts mehr merken. Du regst mich auf. Ich reg dich auf. Na super. Dankeschön. Jetzt wissen wir es immer noch nicht. Bitte, kann das mal jemand googeln kurz? 17. Herz von Kapstadt, ARD, glaube ich. Ich hoffe, das ist der 17. Der 17. müsste meines Erachtens nach ein Samstag sein. Also das ist ganz, ganz toll und da ist der Herr Karl ganz wundervoll, sage ich jetzt mal so. Oder? Er hört natürlich mit. So, jetzt schauen wir mal, wo der Herr Seebacher ist. Herr Seebacher, es ist kurz vor Weihnachten. Bist du am Start? Foto von dir nämlich, was ich zeigen will. Hallo. Wo bist du denn? Ferdinand. Ferdinand? Das Wunder von Kapstadt. So, Ferdinand. Da soll sich noch einer auskennen. Ja, Entschuldige. Hör mal, am 17.12. läuft das. Aber 17. ist Samstag. Ja. Und du läufst, da die Frage aufgetaucht ist, friedliche Weihnachten auf Amazon Prime. Den Herrn Karl könnt ihr bei Toasterwahl mit Bediener Rust seit gestern wir überfordern. Im Podcast hören. Hört euch das an. Ganz tolles Interview hier im Podcast. Wer nur mal hier zwischendrin mal hören will. Der Herr Karl, Bettina Rust bei Toasterwahl. Und am 21.12. läuft der fantastische Ferdinand Seebacher um 20.15 Uhr bei Schrillenacht in ORF 1. So jetzt. Du, und ich glaube, dass ich auch noch am 24. oder am 24.12. hör mal, da kommt das Christkind. Nein, ich glaube, dass ich da um 7:45, ich weiß aber nicht, wer das schauen soll, mit wenn das fünfte Lichtlein brennt, laufe. Ich habe ein Foto für dich, Ferdinand, da möchte ich mit dir jetzt drüber sprechen. Bitte, ja, gerne.
Siehst du, wie ich für dich dekoriert habe, hier das Klo? Hier ist mit Weihnachtsbaum und ja, jetzt Wer kommt's. bitte bist du? Was soll die Frage? Ich glaube der. Was Ich soll die glaube der. Frage? Ich. Was soll die Frage? Ich glaube, du spinnst ja. Du bist der hier, stimmt? Ja, du bist, das ist eine Hexe, du Frechdachs. Nein, ich bin der Herr Nikolaus, bitte. So Oh, wie wer der da hat den hinter mir. Nikolaus gespielt? Ich habe den Nikolaus gespielt, da bitte. Guckt mal, ihr Lieben. Ich Hast du habe die einen ganz. Brille Schau, auf? Hast die Brille, das ist der Beweis, dass ich das Nikolaus bin. mit Brille? Na, natürlich. Mein letzter Wille ist ein Doktor mit Brille, aber doch nicht der Nikolaus. Nikolaus mit Brille, das macht Na, Sorgen dann mit seinem spielst du das langen nächste Stab. Mal lieber der Krampus. Du mit seinem langen Stab, das ist doch toll. Ge Wie doof siehst du eigentlich gerade aus? Na, ich habe mich. In Wien ist ja, in Wien gibt es ja am Rathausplatz gibt's ja fantastischen Weihnachtsmarkt und gibt es ja auch den Herzerlbaum. Und da sind auch so rote Herzen beleuchtet im Baum. Es Und drum stehen habe ja, ich. ich kann nur sagen, also ich meine, wenn es jemand tragen kann, Ferdinand, ne, Dachte ich mir, ich dann mache mir heute mal die Herzen rum. du, ich sag dir was, heute, da bin ich Ja. total gespannt, weil ich habe das gerade auch gedacht, wie ich diese Termine gesagt habe, ich habe die vorhin aufgeschrieben, ich habe auch, ich hab gar nicht so viel zu erzählen und dann rattern da die Termine und denke ich so, oh Gott, ich sag dir, wenn die Christiane Stenger gleich kommt, dann werden wir das mal alles, was machst du denn jetzt? Das, schau, wie das toll aussieht mit dem Licht hier. Hast du jetzt das Hawaii-Hemd beleuchtet oder was? Ja, natürlich. So. Hast du Ja, also dann kannst du gleich mal besprechen, wie man sich diese ganzen Termine, die du da hast, 17., 20., 22., 24., 30., 31., alles mal merken kann, ne? hast du Taschentücher auf dem Klo? Natürlich. Was ist denn da hinten eigentlich alles hinter dir? Ja, da ist, hier, guck mal. Hier ist mein Räuchermännchen, ja? Dann ist hier mein Pinguin, den habe ich dir auch schon mal gezeigt. Hier der Pinguin. Dann gibt es hier Taschentücher. Dann gibt es hier Lavendelöl, falls mal wirklich schlimm ist. Dann gibt es hier eine fantastische Klopapierrolle, die ist mir heilig. Die wandert auch mit. Dann gibt es hier Kunst. Kunst hier so, Kunst. Und wie immer einen schlechten Empfang. Ich schicke dir mal ein Nein, Handy. ich habe keinen schlechten Empfang, ich habe Doch. einen Bombenempfang. Nein, du hast wie immer ein schlechtes Mikrofon, Ferdinand. Du weißt, dass wir. Och, guck mal. Ist Aus das eine Griechenland. halbe Grippe oder was ist das? Aus Griechenland ist das so ein kleines Kirchlein, hier mit Glocke oben dran. Siehst du Och, das? wie hübsch. Weißt du eigentlich, dass wir nächste Woche die letzte Sendung in diesem Jahr haben? Ja, ich weiß. Was sagst du dazu? Nicht mehr viel. Das ist ja Wahnsinn. Schon wieder ein Jahr rum. Ist schon wieder ein Jahr rum. Ich meine, wir sitzen hier seit 2 Jahren auf dem Klo. Als wenn wir Sonntag nichts Besseres zu tun haben. Und ich kann nur sagen, wir haben nichts Besseres zu tun, Nein, als uns es mit gibt euch nichts zu treffen. Besseres als das. Es gibt So. nichts Besseres, als am Sonntag mit dir im Klo zu sitzen. Oder? Das ist Ja. auch schon eine Institution, Ja. finde ich. Und ich kann dich noch sehr bildhaft, ich wiederhole mich gebetsmühlenartig, alle Jahre wieder, sehr bildhaft daran erinnern, als du mich angerufen hast und als wir unseren ersten Talk hatten. Da saß ich nämlich im Hotel Anneliese in der Ramsau, gerade bei Dreharbeiten zu den Bergklettern. Saß ich im Zimmer 303 und da haben wir den ersten Talk gehabt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das dann kam, dass du immer wieder kamst. Ich weiß auch nicht, du hast dann irgendwie zu mir gesagt, ach komm, ich bin irgendwie noch mal aufgeregt, komm noch mal vorbei vorher, das wäre doch nett. Und da wurde dann irgendwie so ein Running Gag draus. Und jetzt bin ich Dann da haben wir seit. uns schockverliebt ineinander, Ja, sozusagen. natürlich, ja, das haben wir uns bei den Dreharbeiten Dann schon. immer entschuldige. Hallo? Entschuldige, hallo? Hallo? Aber wie schnell die Zeit vergeht. Wir sind jetzt bald im dritten Jahr, Ferdinand. Ja. Wisst ihr das eigentlich, dass wir bald im dritten Jahr sind? Ihr habt auch nichts Besseres zu tun Sonntagabend, als mit Ferdinand und mir auf der Toilette zu sitzen, oder? 1388, 95 Leute gucken Aber hier. ich sag dir was. Ich glaube, ich brauche das ganz dringend. Ich muss, also es war früher beim Fernsehen so, dass ich wusste, wann ich einschalte, weil mich das auch beruhigt, Ferdinand. Mich beruhigt das. Mich beruhigt der Sonntagabend, wirklich. Ja, wenn Weil man ich weiß, weiß, ja, ne? 20:15 Uhr Tatort und dann direkt nochmal Zähne putzen vorm Schlafen gehen und dann direkt hier rein zu Uli steht im Örtchen. Ja, und es gibt nächstes Jahr Veränderungen, die verrate ich noch nicht. Dir werde ich sie natürlich heilen. Ich weiß noch von nichts. Ich tue jetzt unschuldig Du und bin auch tust unschuldig, du unschuldig. weißt auch von nichts. Ferdinand, jetzt hole ich die Christiane Stenger, weil ich sag dir, da pass mal auf heute, weil das ist hochspannend, die habe ich kennengelernt. Die finde ich bei Leichter Leben und die finde ich eine Granate. Das ist doch mal gut.
Und dann Gesprächspartner als eine Granate empfehlst. Da bin ich jetzt nochmal gespannt. Ich bin gerade sehr hochgelegt hier. Ja, sehr, sehr, mein Schatz, sehr. Also, wir hören uns. Ich hoffe, nächste Woche nochmal. Natürlich. Natürlich. Selbstverständlich. Entschuldige. Mein Hawaii-Hemd ist immer dabei. Hawaii. Und nächste Woche kommt auch nochmal ein Special Guest. I tell you. Na, ich bin gespannt. Viel Spaß jedenfalls heute Abend und wir hören uns nächste Woche. Ich hab dich lieb. Bis dann. Lieben Ciao, mein Herz. Ciao. Tschüss. So, und jetzt gucken wir mal, wo die Christiane Stenger ist. Ich hoffe, ich spreche den Namen immer richtig aus. Sie ist nämlich, hat mit 9 Jahren, und das ist wirklich ganz wichtig für uns heute, sie hat mit 9 Jahren angefangen, über, das werden wir gleich mit ihr besprechen, über ein Gedächtnisding zum Gedächtnistraining zu kommen und war mit 11 Junioren-Gedächtnis-Weltmeisterin. So, und das war sie, glaube ich, 5-mal. Christiane, bist du am Start? Bist du am Start? Das ist wirklich geil. Das ist wirklich, finde ich, etwas und es funktioniert. Da bin ich schon und es funktioniert. Yippie. Es funktioniert. Yes, yes, yes. Christiane, du siehst aus wie 22, bist aber tatsächlich mittlerweile 35. Das stimmt. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich noch meinen Ausweis zeigen muss ab und zu. Aber es fängt jetzt auch an, dass ich gesiezt werde. Ich habe neulich, glaube ich, 2 Pfeffi bestellt und wurde gefragt, wie möchten Sie bezahlen? Und da dachte ich, oh Gott, jetzt geht's los. Da machst du gar nicht mehr so recht. Ne? Man will lange, will man älter sein und irgendwann will man einfach jünger sein, oder? Genau, voll. Sag mal, Christian, das ist ja ein ganz spannendes Thema, weil ich habe das damals bei Leichter Leben. Das machen wir auch heute mit euch. Aber ich will da erstmal hinkommen. Hast du ein Gedächtnistraining gemacht, was mich so nachhaltig beeindruckt hat, dass ich gesagt habe, du musst auf stille Örtchen und ich habe das auch mit Kindern geübt. Mhm. Und es ist wirklich spannend, dass es wirklich funktioniert. Und ich sage euch, ich weiß nicht, wie es euch geht, da schreibt doch auch mal. Also bei uns ist es ja so zu Hause, wenn man auf dem Weg zum Supermarkt ist und die Liste verliert, dann weiß man, beim Supermarkt ankommt vielleicht noch 2 Dinge. Wenn man lange überlegt, fällt einem noch das dritte ein. Und dann ruft man nochmal zu Hause an. Derjenige zu Hause weiß es aber auch nicht mehr. Ja? Denn dann stehen beide da und denken, okay, ich gehe den Gang nochmal ab. Wo bin ich hin? Was habe ich geguckt? Was wollen wir heute kochen? Ja? Mhm. Und meine Kinder, die gehen sozusagen in den Supermarkt. Denen sage ich 3 Dinge. Und ich werde 2-mal angerufen aus dem Supermarkt. Ja, voll. Aber es ist einfach so, es kann aber auch total einfach und es ist also traurig, dass wir einfach diese Tricks nicht lernen in der Schule. Das finde ich eigentlich echt eine krasse Frechheit, weil gerade man muss ja heutzutage auch in der Schule einfach Dinge teilweise auswendig lernen und wenn man die kann, dann schreibt man halt eine 1 im Test und es ist so schade, dass Kinder das nicht wissen, weil es kann einfach jedes Kind, weil wenn man sich Bilder vorstellen kann, dann klappt die Technik und ich war auch schon an Hauptschulen, an allen Mittelschulen, überall und es funktioniert halt einfach und ich habe sogar 5-jährige Kinder, die sich irgendwie in meinem Training schon 80 Ziffern merken, also und das ist einfach so schade, weil Lernen kann halt richtig Spaß machen oder auch im Alltag, ne? beim Supermarkt kann das ja auch alleine helfen oder sich einen Namen zu merken, manchmal geht es mir auch so, dass man irgendwie jemanden kennenlernt oder 2 Namen und man hat wirklich 3 Sekunden schon beide Namen wieder vergessen. Ja. Und da helfen halt diese Techniken einfach so krass weiter. Ja, und das ist halt, sag mal, und wieso hast du das, lass uns doch erstmal kurz besprechen, dann habe ich nämlich nachher auch noch Fragen vom Publikum dich, aber wieso hast du angefangen? Wie hat es bei dir angefangen? Also, bei mir war es so, dass ich habe mich halt wahnsinnig auf die Schule gefreut, auf die Grundschule. Und dann kam ich da hin und war dann recht schnell so ein bisschen enttäuscht. Und ich kann gar nicht sagen, dass ich mich so wahnsinnig gelangweilt habe. Also ich konnte jetzt nicht alles schon sofort automatisch oder so. Aber ich fand diesen Ort einfach so, wie so eine Freiheitsberaubung für mich. Und ich meine, viele kennen das, also manchmal war es ja auch langweilig. Und meine Lösung dafür war, dass ich mir halt Krankheiten eingebildet habe. Das habe ich so gut gemacht, dass ich dann auch wirklich längere Zeit krank war und dann 3 Monate nicht in der Schule war. Und meine Eltern haben dann gehofft, so hey, vielleicht geht es ja dann irgendwie besser, wenn sie ein bisschen aufholen muss. Und das wurde aber nicht besser. Und in der 3. Klasse stand ich dann vor dem Klassenzimmer und konnte einfach physisch nicht mehr ins Klassenzimmer reingehen. Ich glaube, ich habe dann sogar angefangen zu weinen. Ich war jetzt nicht traurig, aber mein Körper hat gesagt, so, nee, hier ist Schluss, hier gehen wir nicht mehr rein. Und dann war die Folge, dass ich dann eben zum Psychologen gegangen bin. Der hat dann einen IQ-Test gemacht und hat dann eben gesagt, okay, du solltest sofort eine Klasse überspringen. Und damals in den 90ern war das eben noch gar nicht so gang und gäbe. Und der Schulleiter hat gesagt, so, nee, bei uns hat noch niemand eine Klasse übersprungen, damit fangen wir jetzt gar nicht erst an.
Und dann haben sie aber ein paar Lehrer dafür eingesetzt und dann durfte ich einen Vortrag halten und dann bin ich vom dritten Halbjahr ins vierte Halbjahr gehüpft. Und gleichzeitig, und das ist der wichtige Punkt, bin ich in eine Hochbegabtenförderung gekommen. Die haben damals einfach so einen Verein, die verschiedene Kurse anbieten, wie Mathe, Deutsch und Physik. Und das fand ich aber auch alles nicht so spannend, weil es waren auch alles irgendwie so Schulfächer und ich wollte ja nicht mehr Schule, sondern weniger Schule. Und dann habe ich das alles nicht gemacht und dann haben wir von einem Kurs gehört, meine Eltern besser gesagt, der hieß Gedächtnistraining und Naturphänomene. Hört sich jetzt im Alter von 9 Jahren auch nicht so richtig spannend an, aber das große Glück war, dass der Kurs halt in meiner Straße stattgefunden hat. Und da habe ich gesagt, beziehungsweise dann ist es meiner Mutter gelungen, mir zu sagen, komm, Christiane, ein paar Häuser weiter, das schaffst auch du. Schau es dir einen Nachmittag mal an und wenn es dir nicht gefällt, musst du auch nicht wieder hingehen. Aber mir hat es halt mega gut gefallen, weil wir uns da so eine Technik ausgedacht haben, wie man sich Zahlen merken kann, und zwar mit Hilfe von lustigen Bildern. Und dann flog auf einmal irgendwie eine Ratte auf einer Taube zum wohin flogen die dann? In die Ruine und da gab es dann irgendwie Burger und man hat sich einfach so crazy Geschichten ausgedacht und das hat dann einfach so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin. Also das heißt, du bist, nur damit jetzt alle keinen Schreck kriegen, weil die Methode funktioniert tatsächlich und du hast das ja auch professionalisiert, du bist hochbegabt, aber trotzdem können wir, ich möchte mal sagen, Normalbegabten, ja, auch sozusagen uns verbessern. Also das, was du kannst, da ne, diese ganz langen Ketten, das muss man schon, glaube ich, lange üben, oder? Total, es kann wirklich auch jeder lernen. Man muss auch nicht hochbegabt sein. Also und vor allem, ich finde das mit der Hochbegabung auch total schwierig, weil diese Tests wirklich so eine ganz spezielle Fähigkeit messen. Und ich glaube, jeder ist hochbegabt. Also wir haben alle irgendein Talent, wo wir einfach Leidenschaft haben, wo wir Spaß haben, was uns einfach liegt. Und genau, und auch der IQ ist nichts Feststehendes. Ne? Also unser Gehirn wird so, wie wir es benutzen. Das heißt, es ist nichts, was jetzt, dass man eine Zahl ist. Und es verändert sich auch. Also wirklich, kann man sich so wie ein Fahrrad vielleicht vorstellen. Man kann ein super cooles BMX-Fahrrad haben oder auch ein klappriges Fahrrad vom Flohmarkt, was irgendwie 30 Jahre alt ist. Aber wenn man das coole BMX-Rad halt nicht benutzt, dann kann man mit dem Fahrrad vom Flohmarkt, wird man vielleicht krass überholt, weil derjenige einfach jeden Tag geübt hat zum Beispiel irgendwas. Also es hat nichts damit zu tun mit dieser Hochbegabung. Vielleicht natürlich, dass man dann halt so schnell ist und sich irgendwie, keine Ahnung, 300 Ziffern in 5 Minuten merken kann, aber das muss man ja auch gar nicht. Nee, aber diese Techniken... ich finde, wir sollten klein anfangen. Nicht? Wir sollten nicht dran... Ich habe hier auch... Ich stelle dir mal die Fragen... Die Leute, das machen wir gleich. Welchen Filmtitel würdest du deinem 2022 geben? Das finde ich eine sehr interessante Frage. Wow. Der Phönix aus der Asche. Das lassen wir so stehen. Das ist hervorragend. Und dann habe ich einen Gruß an dich. Keine Frage, liebe Grüße von der Klassenkameradin Katrin. Wir waren zusammen in der Grundschule. Oh, Petra und Katrin. Ich hoffe jetzt, das war so ein Zweierteam. Ich hoffe, da liege ich richtig ganz, ganz liebe Grüße an die Petra. Genau. Auf jeden Fall. Und dann, wie kann man sich Vokabeln einfach merken? Da helfen auch wieder Geschichten. Und zwar versucht man einfach, sich in der Vokabel, die man sich merken möchte, ein Wort rauszusuchen, das irgendwie einem bekannt vorkommt. Also irgendwie so ein Schlüsselwort quasi. Es gibt so ein ganz klassisches Beispiel. Cubare auf Latein heißt liegen. Also Cubare mit C geschrieben. Und dann kann man sich überlegen, welches Wort kommt mir denn bekannt vor? Kenne ich irgendwas, was in Cubare drinsteckt? Könnt ihr auch gerne mal ein Wort in den Chat schreiben, wenn ihr möchtet, falls euch da ein Wort einfällt. Bei Cubare, ich würde sagen... Kuba, Bar? Genau. Und jetzt haben wir also Kuba oder Bar und jetzt können wir das mit mit der deutschen Bedeutung liegen verknüpfen. Mit wem verbinden? Mit dem Wort liegen, weil Kubare heißt liegen. Ach so. Genau, Kubare bedeutet liegen. Also okay. Zum Beispiel, wir liegen am Strand und schlürfen Kuba Libre. Haben wir uns an der Bar geholt und danach müssen wir uns aber erstmal hinlegen. Oder die Kuh liegt auf der Bahre. Die schreibt man zwar anders, die Kuh, jetzt nicht mit C-U, sondern halt, wie man die Kuh schreibt. Aber die Kuh steht an der Bar, hat so viel getrunken und muss erstmal auf die Bahre liegen zum Beispiel. Also es geht immer darum, irgendeine Assoziation zu finden. Oder zum Beispiel le panier. Panier auf Französisch heißt der Korb. Wird Panier geschrieben quasi. Dann kann man sich ein paniertes Schnitzel vorstellen, was im Korb liegt. Oder Englisch morose heißt mürrisch. Dann kann man bei morose
Vielleicht entdeckt man da die Rose und stellt sich vor, man bekommt von Mo von den Simpsons eine Rose geschenkt. Oder die Rose ist so mürrisch, weil sie halt im Moor steht. Du bist zu schnell. Aber das heißt, man muss einfach mal erstmal hinsetzen, schreiben das Wort. Mhm. Und dann sozusagen, anstatt zu denken, ich muss das Wort lernen, sagst du halt, guckst dir an und such erstmal was anderes, was da drin ist und eine Geschichte drumherum. Und dabei hat man es eigentlich schon gelernt, oder? Ja, es tut mir jetzt total leid. Es ist viel leichter, wenn man die Vokabel geschrieben sieht, als wenn man es jetzt nur vom Klang her irgendwie morose, was hört sich da so ähnlich an. Genau, aber es geht darum, sich einfach bewusst Gedanken zu der Vokabel zu machen. Natürlich jetzt nicht bei jeder Vokabel, weil einige Vokabeln sind ja auch super leicht eingängig und die hat man dann beim ersten Mal lesen irgendwie drauf. Aber es gibt ja ganz viele Vokabeln, wo man Schwierigkeiten hat. Und dann, genau, geht es darum, sich einfach eigene Gedanken zu machen. Und die eigenen Assoziationen sind sowieso die allerbesten. Also bei hesitate könnte man an ein Häschen denken, ein Häsi, was eben zögert, die Tat zu essen. Christiane, du musst ein bisschen langsamer unsere Follower ja, verstehen. Das nicht. Wir machen mal anstatt Vokabeln, ich glaube, das ist die fortgeschrittene Variante. Okay. Ja? Wir machen mal, was ich unheimlich gerne mit dir machen würde. Und ihr bitte macht mal mit, weil das ist wirklich spannend. Diese Kette, die wir gemacht haben mit dem Wimmer zusammen. Ja. Ja, und zwar habe ich das, ich kann ja mal anfangen, ob ich es noch weiß und du sagst, ob das stimmt. Mhm. Ja. Man hat man überlegt sich 10 Punkte am Körper, richtig? Ja. Eine Reise an den Körper, man fängt links an. Mhm. Oder unten zum Beispiel. Unten an den Füßen fängt man zum Beispiel an. An den Füßen. Das heißt, die Füße, merkt euch jetzt, sind der erste Punkt. Merkt euch mal die Füße. Die Füße sind der erste Punkt. Der zweite Punkt sind die Knie. Mhm. Der dritte Punkt ist die Hosentasche. Genau. Und wenn man mitmachen möchte, ist es auch ganz hilfreich, wenn man so mit die einzelnen roten Punkte am Körper berührt oder zum Beispiel beim ersten Punkt mit den Füßen wackelt, dann beim zweiten Punkt bei den Knien, da drauf klopft auf die Knie, Hosentasche mal reingreift, genau, dann klappt das noch viel besser. Also das macht ihr jetzt mal. Wir wackeln jetzt mal alle mit den Füßen. Mhm. Dann klar, auf die Knie schlagen. Mhm. Jetzt in die Hosentasche habe ich keine, aber ich greife mir einfach in die Hose. So, und dann, was ist der vierte Punkt? Das ist der Rücken. Da kann man sich recken und strecken und gucken, wie es dem Rücken so geht. Ja, Rücken strecken, also es ist einfach der Rücken. Mhm. Okay, ihr Lieben, seid ihr dabei? Erster Punkt sind die Füße, zweiter Punkt die Knie, Hosentasche und Rücken strecken. Genau. Der fünfte Punkt ist der Bauch. Kann man sich ganz leicht merken, indem man die Hand mit den 5 Fingern auf den Bauch legt. So wissen wir aber, fünfter roten Punkt, der Bauch. Flicker, dann greif in die Hose anstatt in die Tasche. Das habe ich gerade auch gemacht. Okay, fünfter Punkt, der Bauch. Genau, sechster Nummer Punkt. 6 ist die Brust. Kann man sich so mal auf die Brust klommeln? Guck, das war mir nicht mehr sicher. Ich habe immer der Busen gesagt. Ich habe immer so auf den Busen gegriffen. Ist aber ja auch, wahlweise kann man alles hier am Oberkörper als roten Punkt benutzen. Okay, also 5 ist der Bauch, 6 ist die Brust. 7, die 7 Zwerge sitzen auf der Schulter. Genau, den kann man mal Hallo sagen und zuwinken. Hallo, guten Tag. Weil es geht bei der Technik wirklich darum, auch seine kindliche Fantasie und Kreativität wieder zu entdecken oder zu erwecken. Deswegen sitzen die 7 Zwerge auf der Schulter, genau. So, und die 8 ist? Nummer 8 ist der Hals. Ja. Nummer 9 ist das Gesicht. Ja. Und Nummer 10 sind die Haare. Okay. Also wir gehen nochmal durch. Füße 1, Knie 2, Hosentasche 3. 4 der Rücken. Genau. 5, ihr Lieben, macht wirklich mit. Wirklich mit, auch wenn ihr im Bett liegt. Ist der Bauch. 6, trommeln wir hier. 7, hallo 7 Zwerge. 8 ist der Hals, kann man mal recken. 9 ist das Gesicht. Genau, perfekt. 10 sind die Haare. Yes. So, und jetzt machen wir diese Kette, haben wir mal 10 Gegenstände. Yes. Und ihr guckt jetzt mit hin, macht das mit, was wir machen. Und danach schreibt ihr rein, was es ist. Eine schreibt, oh mein Gott, wir lernen heute mal ein bisschen Gedächtnis, ihr Lieben. Das finde ich nämlich ganz wichtig. Also, wir haben einen Block. Mhm. Und was wollen wir, sollen wir
den Blog, möchtest du den Blog einkaufen und mitnehmen? Sollen wir den an den ersten guten Punkt packen oder willst du mitschreiben mit dem Blog? Ach so, soll ich mitschreiben oder soll ich nachdenken? Nee, du darfst nachdenken. Du darfst nachdenken natürlich. Aber hast du jetzt 10 Sachen, die du dir merken möchtest? Oder woher, was? Ich bin es zu spät, Sonntagabend. Was ist mit dem Blog? Den Blog kaufen wir ein. Den Blog kaufen wir ein. Okay, dann brauchen wir jetzt eine coole Verknüpfung mit dem Blog und den Füßen, unserem ersten Routenpunkt. Weil wir wollen ja einen Blog einkaufen, richtig? Ja, genau. Das heißt, wir merken uns, dass wir unseren Fußabdruck auf dem Blog malen wollen. Super gut. Perfekt. Und das Wichtige bei der Technik ist jetzt, dass man das quasi nicht nur sich sagt, diese kleine Mini-Verknüpfung der Assoziation, sondern dass man wirklich so ein richtiges Bild im Kopf sieht, wie man mit dem Fuß auf den Block steigt und da diesen Fußabdruck malt. Das ist die geheime Zutat, da passiert die Magie, dass man sich das dann sehr gut merken kann, also den Fuß auf dem Block, dass man den sich richtig gut als Bild vorstellen kann. Okay, ich stelle meinen Fuß auf den Block. Seid ihr dabei? Fuß auf den Block. Wir merken uns, das wisst ihr jetzt, Fuß auf den Block. So, jetzt gieße ich mir das Getränk über die Knie. Genau, also wir wollen Apfelsaft einkaufen oder Apfelschorle und das ist am zweiten Routenpunkt, genau, auf die Knie, auf den Knien. Und da kippen wir das drüber, weil es super gut für die Knie, da werden die Knie total weich und zauberhaft zart vom Apfelsaft oder vom Apfelschorle. Sehr gut. Ihr lieben Beate Maria, jetzt strengt euch mal an. Das ist nämlich gar nicht schlecht, weil das kann man wirklich sich dann merken. Ja? Mhm. Das ist nämlich Flicker 70, du bist nicht zu alt. Ich weiß, dass du nicht 70 bist. Und auch dann wärst du nicht zu alt, weil es ist ein tolles Training. Also, dann machen wir weiter. Apfelsaft haben wir über die Knie geschüttet. Mhm. Was machen wir jetzt? Eine Fernbedienung. Packen wir in die Hosentasche, dass wir sie nicht verlieren. Genau, die packen wir in die Hosentasche. So auch am Schlüsselbund haben wir vielleicht, weil wir so große Fernsehfans sind, immer die Hosentasche am Schlüsselbund in der Hosentasche dabei, dass wir jederzeit den Fernseher machen können. Genau, dass wir jeden Tag machen können. Auf den Rücken, was tun wir denn auf den Rücken? Tun wir Klopapier? Ja, sehr gut. Was fällt dir da ein, Klopapier und Rücken? Wärmend. Wärmend. Nee, ich kann den so rollen, wie so eine Faszienrolle. Super gut. Also die Massage mit der Klopapierrolle am Rücken, sehr gut. Oder das überlegt man sich dann sozusagen, wenn man nämlich einkaufen geht, wenn man sich überlegt, was man kaufen will, macht man diese Kette. Und ich sage euch, ihr vergisst es nicht mehr. So, dann machen wir die mit den 5. Was machen wir in die 5? Am Bauch, da? Was brauchen wir noch? Ein Kugelschreiber. Kugelschreiber am Bauch, okay. Der kommt aus der Bauchnabel raus. Der kommt da raus. Der ist einfach, er hat sich gedacht, so, hallo, jetzt heute bin ich da und kommt da aus dem Bauchnabel raus. Der kommt da aus dem Bauchnabel raus und schreibt ein bisschen was auf. Der hat sich das gedacht. Was haben wir noch? Wir brauchen eine Zeitschrift. Mhm. Zeitschrift an der Brust. Genau, Zeitschrift an der Brust, die deckt unsere Brust ab. Die deckt unsere Brust. Ja, dass genau. Dass man das Dekolleté nicht so doll sieht. Genau, oder auch wenn man so ein Einstecktuch sich bauen möchte, das Einstecktuch aber vergessen hat, baut man sich aus der Zeitschrift ein schickes Einstecktuch an der Brust. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das haben wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen für die Schultern was. Da nehmen wir, kaufen wir noch ein? Zahnpasta. Mhm. Zahnpasta auf der Schulter, was fällt dir da ein? Kannst du auch die 7 Zwerge mit in das Bild mit einbauen? Sie müssen sich alle die Zähne putzen. Alle die Zähne putzen, genau. Vorm Bett gehen müssen alle kontrolliert werden, ob sie alle die Zähne mit Zahnpasta geputzt haben. Sehr gut. Ihr Lieben, seid ihr noch dabei? Ihr schreibt gleich die ganze Reihe auf. Ich sag's euch. So, und was machen wir hier? Was machen wir an den Hals? Hast du noch was da? Sonst habe ich auch noch was da. Dann zeig mal, hast du was? Ich habe eine Orange, die wollen wir noch einkaufen am Hals. Ah, da können wir doch so eine Massage machen, eine Orangenmassage für die Orangenhaut am Hals. Heute geht es wahnsinnig massagig zu, genau, super gut. Eine Orangenmassage am Hals, perfekt. Oder so eine Halskette aus Orangen, perfekt. Dann, was haben wir noch im Gesicht? Nehmen wir mal einen Nagellack, brauchen wir auch ganz dringend. Da schminken wir uns mit. Ja, genau. Bisschen ungesund wahrscheinlich, aber im Zweifel kann man mal ausprobieren an Fasching, wenn man nichts anderes hat. Und was brauchen wir noch? Agavendicksaft. Oh, den können wir uns in die Haare schmieren als Kur.
Genau, mega gut. Okay, Agavendicksaft in die Haare. Da muss man jetzt aufpassen, weil das Letzte vergisst man sehr gerne, sehr schnell. Echt? Ja, weil man denkt, jetzt bin ich durch und Agavendicksaft habe ich auf jeden Fall mir gemerkt. Und dann geht man so drüber weg. Also deswegen auch wieder daran denken, sich das richtig gut als Bild vorzustellen. Okay, also Agavendicksaft habe ich mir rein. Agave, weil das so, das dickt die Haare an. Mhm, perfekt. Okay, ihr Lieben, fangt an. Ich möchte sehen, was ihr schreibt. Okay, genau. Also wir brauchen jetzt das Wort an den Füßen. Ihr könnt es gerne auch mal alle in den Chat schreiben. Was haben wir uns an den Füßen gemerkt? Was wollten wir einkaufen? Und wenn ihr es habt, könnt ihr gerne auf Enter drücken. Jetzt. Stärchen, das Gesicht ist der Nagellack. So, sehr, sind hier manche ein bisschen müde, glaube ich. Ja? Der Block. Richtig, der Block. Mega gut. Super. So, an den Knien. Fantastisch, genau. Was war an den Knien? Das ist ja so geil, das macht so einen Spaß. Ich finde das ist, und wenn ihr das, an den Knien, ihr Lieben, jetzt sind die Knie dran. Ich weiß es noch. Ihr dürft direkt losschreiben. In den Knien. Apfelsaft, richtig. Yay, sehr, sehr gut. Und in und der dann kommen die Hosentaschen. Genau, was war in der Hosentasche? Was war in der Hosentasche? Nicht zeigen. Es sind doch 20 Sekunden Zeit versetzt. Darf doch nicht zeigen. Christiane. Ich habe ja einfach mal kleine Dance-Moves am Sonntagabend gemacht. Du hast dich schon mal so bewegt, ne? Ja, einfach auch mal die Schultern locker gemacht. Richtig. Da kommt nämlich die Fernbedienung. Und jetzt kommen wir zum Rücken. Was haben wir da? Was haben wir am Rücken? Das ist, ich weiß nicht, ich habe das mit Kindern gemacht. Ja? Und jeder durfte sich abwechseln in der Geschichte. Und selbst meine Vierjährige hat gewusst, was das ist. Und das finde ich so spannend. Also, Klopapier ist richtig für hinten. Was ist mit dem Bauch, ihr Lieben? Schreibt jetzt den Bauch. Das ist wirklich toll. Ich finde das wirklich toll. Ich sag euch, morgen früh, wenn ihr aufwacht, wisst ihr alles noch. Das müsst ihr echt testen, ob ihr das morgen früh noch wisst, sozusagen. Was kommt aus dem Bauchnabel? Richtig, guck mal, die Pudelfrau weiß es genau und Jana Karin auch. Genau, ihr habt es doch hoffentlich nicht zu Hause aufgeschrieben, oder? Was haben wir an der Brust gemacht? Was haben wir hier versteckt, sozusagen? Genau, nach dem Kugelschreiber kam was an der Brust? Oh, ich bin schon wieder immer... Ich habe immer so Moves dann drauf, weil ich es immer so noch einen kleinen Hinweis geben will. Aber das brauchen wir ja gar nicht, weil ihr eh so mega seid. Ja, die sind, das heißt, und das funktioniert eigentlich immer, ne? Diese Kette. So, Zeitschrift, Klärchen, Antje, super. Claudia Schwarz, hervorragend. Manuela Fehmann, 1802. Genau, und jetzt gehen wir auch gleich zu den Schultern über. Was haben wir an den Schultern gemacht? Astrid Rudolf, schickt keine Herzen, sondern macht mit mein Herz. Was haben wir an den Schultern? Ich finde das super. Man kann abends echt so ein Training machen, weil das kann man ja auch. Nee, was haben wir an den Schultern? Ja, Bayer Renate, wir haben Zahnpasta, Fini, Zahnpasta, super. Zahnpasta, jetzt haben wir den Hals. Was kommt am Hals? Ich weiß sogar das Letzte noch, Christiane. Ich weiß es noch, was auf dem Kopf ist. Ich weiß es. Sehr gut. Genau. Hals noch? Nein, aber das Spannende ist, lasst uns den Hals durchgehen. Perfekt. Bärbel, Samo für Orange, Jule, Orange, richtig. Was ist im Gesicht? Und was ist am Kopf? Also erst Gesicht. Das ist super. Guck mal, wie viele sich das merken können jetzt. Richtig. Wie viele sich das merken können. Cool. Super, großartig, total cool. Echt, ihr seid so fantastisch, dass ihr um die Uhrzeit den Spaß noch mitmacht. Und ja, ich meine, guck mal, es ist 5 vor 12. Wenn du mir normalerweise Nagellack, Spitze, ihr seid Spitze. Und jetzt, was ist am Kopf? Was ist an den Haaren? Und das Lustige ist, Marieke, wunderbar. Das Lustige ist, dass man sich das wirklich morgen noch weiß. Und ich glaube, wenn man sich manchmal, und das in dieser heutigen Zeit, was ich ja auch finde, dass man oft nicht zur Ruhe kommt. Weißt du, hektisch. Und wenn du kurz sagst, Agavendick sagt, ich meine, die sind spitzenmäßig. Entschuldigung. Was heißt Kopikowski, Wahnsinn. Toll seid ihr. Und das macht bitte, wenn ihr morgen aufgestanden seid, schreibt euch die Liste nochmal runter. Weil ich glaube, wenn du in der heutigen Zeit, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt schnell einkaufen, wenn du dir kurz die Geschichte realisierst,
dann weißt du 10 Dinge, die du einkaufen willst. Und das ist eine Menge. Und das vergisst du nicht. Voll. Und genau, es bleibt auf jeden Fall ein paar Tage hängen. Und wenn man dann Sachen wiederholt, kann man die sich auch richtig lang merken. Also wenn man irgendwas sich Festes mal einprägen möchte oder schon immer, keine Ahnung, die 50 amerikanischen Bundesstaaten wissen wollte oder die längsten Flüsse der Welt oder die größten Inseln oder was auch immer einen interessiert. Man kann sich halt damit wirklich alles merken und nicht nur auch so Stichpunkte, sondern auch ganze Bücher und Texte theoretisch. Also ich habe damit auch für mein Studium zum Beispiel gelernt. Und dann kann man sich einfach mit Hilfe von Stichpunkten so den ganzen Text merken, weil er sich quasi so magnetisch dann an diese Routenpunkte dranfischt. Da darf man natürlich dann nicht nochmal die ganze Zeit die Körperroute benutzen, weil sonst wird es ja richtig voll auf der Körperroute, sondern man kann sich dann eben solche Wege auch bei sich zu Hause, bei Freunden, im Urlaub machen, im Büro. Also die Welt ist voller Routenpunkte. Und wie machst du das, dass du beim nächsten Einkauf nicht an die gleichen Dinge denkst? Das schreibt jetzt hier jemand. Also wie kannst du die Liste wieder löschen? Entweder mit viel Alkohol trinken oder aber einfach sie nicht benutzen. Also wenn man jetzt nach 2-3 Tagen wieder einkaufen geht, kann man auf jeden Fall nochmal die Körperroute benutzen, definitiv. Wenn man aber merkt, da sind immer noch die Sachen von letzter Woche drauf, ich will immer noch einen Block kaufen, muss ich aber gar nicht mehr, dann kann man sich einfach ja noch 10 Punkte in der Küche machen. Man kann sich eine Route am Fahrrad machen, so Vorderreifen, Fahrradkorb, Lenker, Klingel. Man kann sich im Auto eine Route machen mit 10 Punkten. Also du machst immer wieder, ach so, das heißt, diese Körperroute ist nur eine Route, du machst sozusagen immer wieder neue Routen. Genau, also tatsächlich durch diese Gedächtnismeisterschaften habe ich tatsächlich super viele Routenpunkte, bei denen ich mich natürlich immer bedienen kann. Also das sind dann wirklich so 7000 Routenpunkte durchs Lernen. Aber das muss man natürlich gar nicht haben. Wenn man jetzt erstmal selber so 20, 30 Routenpunkte hat, geht es ja... Wie 7000 Routenpunkte? Ja, ich muss ja wirklich durch ganz viele Wohnungen von Freunden, Bekannten und Verwandten gehen, um mir diese Wohnungen anzuschauen, dass ich dann quasi Punkte habe, auf denen ich dann mir ganz viele Ziffern oder Spielkarten merken muss. Auf den Meisterschaften muss man sich ja echt krass viele Sachen merken. Und deswegen musste ich einfach ganz viele Orte mir angucken. Aber es geht wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Also es hört sich mega kompliziert an und man denkt sich einfach, oh Gott, jetzt eine Route machen, das ist ja wahnsinnig großer Zeitaufwand. Aber man hat ja auch gesehen, selbst diese 10 Punkte am Körper gehen total schnell und im Raum geht es dann wirklich auch super schnell. Und wenn man sich zu Hause an der Tür anfängt, überlegt, in welcher Reihenfolge man durch die Wohnung gehen möchte, dann dauert das genau 10 Minuten ungefähr, sich so eine Route zu machen. Ah, das heißt, also wenn du sozusagen durch eine Stadt oder irgendwas gehst, machst du dir immer auch Routen da, die du als Bilder in deinem Kopf behältst? Also nein, um Gottes Willen, ich habe jetzt, dadurch, dass ich das so lange gemacht habe, sehr viele Routenpunkte. Ist jetzt auch nicht die ganze Zeit, dass ich zu Hause denke, oh, ich stelle meine Tasse auf Routenpunkt Nummer 12. Also man blendet das total komplett aus und auch, man hat jetzt ja dann auch nicht den ganzen Tag irgendwie diese Einkaufsliste im Kopf. Das ist wirklich ganz bewusst, kann man da hingucken, sich das anschauen, abholen und dann klappt das wieder super. Das heißt, wir werden erinnert. Erinnerung, du hast vollkommen recht. Wir müssen nämlich mal kurz das Foto machen, meine Liebe. Okay. Das hätte ich nämlich jetzt fast vergessen. Da muss man sich dann auch einen Punkt machen, das zu denken. Komm mal runter. Warte, ich muss hoch, ne? Genau, du musst hoch. Schaut mal, ist auch so mit so einem Seitenzopf, den ich jetzt habe. Das ist ja herrlich. Was? Bitte mach dir ein Foto davon und schick das nachher rum. Das ist jetzt. Sag mal, und wie ist es mit Zahlen? Ist es mit Zahlen auch mit Routenpunkten oder wie merkt man sich Zahlen? Genau, also da gibt es auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einfach so viele Techniken. Aber bei Zahlen kann man sich zum Beispiel auch für jetzt kleine Zahlen einfach ein Bild vorstellen. Zum Beispiel 2 ist ein Schwan, weil die 2 mit ein bisschen Fantasie so aussieht wie ein Schwan. Die 1 ist ein Baum, weil er einen Stamm hat. 0 ist ein Ei, weil das Ei so rund ist wie die 0. 5 ist die Hand wegen der 5 Finger. 6 ist ein Würfel wegen der 6 Seiten. Genau. Und dann kann man sich einfach eine kleine Geschichte ausdenken. Oder 4 ist zum Beispiel ein Schaf, weil es 4 Beine hat. Und dann fällt das Schaf vom Baum, legt ein Ei. Dann hüpft da ein Schwan drauf, der möchte Achterbahn fahren gehen und ganz viele Luftballons mitnehmen. Also da kann man sich wirklich also für kleinere Telefonnummern oder eine IBAN, so eine Geschichte machen. Und um sich richtig viele Zahlen zu merken, gibt es noch ein anderes System. Das ist aber für diese Uhrzeit wirklich ein bisschen zu komplex zu erklären. Nein, aber man kann sich seinen PIN so zum Beispiel merken. Mhm. Genau. Was du gesagt hast, einfach...
Genau, und dann immer am besten mit der Situation verbinden. Also sich vorstellen, wie am Bankautomat dann die 7 Zwerge Radau machen und das eingeben wollen. Und dann kommt der Schwan und sagt, aber ich kann es besser, ich kann es noch besser. Also dass man das richtig sich gut an dem Ort verbindet, wo man es dann braucht. Und dann ist das tatsächlich mit der Zeit, geht es dann einfach immer, immer schneller und besser. Und vor allem, manchmal kennt man das ja, wenn man dann irgendwie lange die Karte nicht benutzt war, man steht an der Kasse und dann irgendwann so, ups, ja, wie war denn nochmal der PIN? Oh, schrecklich und gibt immer was Falsches ein. Genau, und wenn man dann aber sich so eine kleine Geschichte gemerkt hat, irgendwie, keine Ahnung, genau, Schaf vom Baum gefallen, hat ein Ei gelegt und dann ist ein Schwan rausgehüpft und die hat man ab und zu natürlich nochmal wiederholt, dann hat man einfach diesen Spickzettel im Kopf mit dabei. So, ich möchte euch was sagen, weil gerade geschrieben wurde, ob du Bücher geschrieben hast. Ja, tatsächlich hat die Christiane 6 Bücher geschrieben und 3 waren auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also sozusagen, sie macht es auch hauptberuflich. Ja? Also Christiane macht sozusagen, du hast Online-Kurse, vor Corona bist du auch richtig auf Seminaren gegangen, hast öffentlich gemacht, durch Corona musstest du das ändern und hast sozusagen das auf Online-Kurse verlegt. Also das heißt, wenn jemand an euch Interesse hat, kann man bei der Christiane einen Online-Kurs buchen, der geht 4 Wochen lang, der kriegt man zugeschickt, dann kann man richtig lernen, was ja sozusagen auch nicht schlecht ist. Ja? Mhm. Und sag mal bitte, Namen merken. Ja. Wie kann man sich Namen merken? Also bei Namen geht es darum, dass man einfach auch, jetzt ähnlich wie bei Vokabeln, aber hier ist es ein bisschen einfacher zu erklären, dann wird vielleicht auch das Vokabellernen dann wieder klarer, dass man sich einfach auch zu dem Namen ein Bild ausdenkt, zum Beispiel einfacher Name Anna, stellt man sich vielleicht eine Ananas vor, die Anna auf dem Kopf balanciert. Thomas hat vielleicht, also man guckt dann auch, sucht sich irgendein auffälliges Merkmal bei der Person im Gesicht oder irgendwie irgendwas, was einem auffällt. Vielleicht hat Thomas eine rote Brille auf und dann stellt man sich vor, bei Thomas hüpfen Tomate auf der Brille rum oder da sind Tomaten auf den Augen. Sabine hat vielleicht ganz tolle Bienenohrringe, also da hängen so große Bienen dran. Okay. Katja hat eine Katze auf der Schulter oder so. Irgendeine Assoziation, die man mit dem Namen verbindet. Gökhan fährt gerne Kahn. Oder wenn man eine Person kennt, da kann man sich auch Michael, kann man entweder sich an Michael Stich denken zum Beispiel, wie die beiden, ja, die neue Person dann mit Michael Stich Tennis spielt oder so. Also das kenne ich auch, dass ich bei Namen ganz oft überlege, wen ich mit dem, also ob ich jemanden kenne, ne, beim Namen, den ich damit verbinde, wo ich sage, ah, jetzt weiß ich es, dann denke ich an die und dann kann ich den Namen. Genau, zum Beispiel, voll. Also es geht immer darum, irgendeine Assoziation zu finden. Also egal, ob das ein Bild ist, eine Verknüpfung, wenn man die Person, eine andere Person mit dem gleichen Namen kennt, das hilft einem auf jeden Fall immer weiter, um sich was zu merken. Weil unser Gehirn merkt sich eben vor allem Sachen, die irgendwie außergewöhnlich besonders sind, die ein Bild sind, die irgendwie spannend, interessant sind, uns emotional bewegen oder die wir mit etwas verknüpfen können, was wir schon kennen. Also, dass wir irgendwas finden, dass wir einfach auf diesen Pfad wiederkommen, um dann an die richtige Information zu kommen. Sag mal, und wie ist das, können sich Frauen besser Sachen merken als Männer? Also, ich würde sagen, auf jeden Fall. Definitiv. Es gibt wirklich tatsächlich auch Studien dazu, Männer und Frauen können sich an sich genau gleich viel merken. Es gibt da gar keine Vorteile. Also Männer- und Frauengehirne sind zwar unterschiedlich und manchmal kommen sie auch auf unterschiedlichen Wegen sozusagen zum Ziel, aber tatsächlich funktionieren Männer- und Frauengehirne. Das Ergebnis ist immer super, super ähnlich. Und sollte man das denn, wie ist denn das in dieser heutigen Zeit, da wieder durch Google und all das, wir müssen uns ja nichts mehr merken. Also verkümmert da das Gehirn tatsächlich? Ich habe das Gefühl, ich kann mir weniger merken als früher. Ich habe früher alle Nummern auswendig gekannt. Mhm. Genau, das war also, unser Gehirn ist grundsätzlich ja total nett und oder pragmatisch und will dann auch sich Zeit sparen. Heute ist natürlich bei Telefonnummern viel leichter, 2 Tasten zu drücken. Früher war es aber anstrengender, das Telefonbuch rauszuholen, nachzuschlagen und die Telefonnummern waren ja früher auch ein bisschen kürzer. Aber genau, unser Gehirn wird wirklich so, wie wir es benutzen. Und das Ding heutzutage ist vor allem das Problem, glaube ich, oder die Herausforderung, nicht nur Google, sondern auch unsere Aufmerksamkeitsspanne, dass wir einfach uns so wirklich total kurz konzentrieren können. Und wenn so ein Artikel auch schon irgendwie, steht ja sogar schon die Minutenzahl da. Und wenn da steht 6 Minuten, dann, oh Gott, nee, also das mache ich jetzt, den lese ich erst gar nicht. Und das führt eben dazu, dass wir dann auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit natürlich auf das Merken fokussieren, weil wir es ja theoretisch jederzeit nachschlagen können. Und ich glaube, deswegen können wir uns auch tatsächlich nicht mehr so gut Dinge merken, weil wir es eben
eben auch nicht mehr durchdringen können, weil wir es ja auch jederzeit nachschauen können. Und deswegen, wenn sie unser Gehirn mei, dann kann es ja auch wieder vergessen. Aber auch zum Verstehen natürlich ist es super wichtig, dass man auch einfach ein bisschen Wissen hat, damit man eben dann auch größer nachdenken kann, weil einem viel mehr Anknüpfungspunkte quasi zur Verfügung stehen. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich nur Sachen zu merken. Und alles, was neu ist für unser Gehirn und ein bisschen anstrengend ist, und dazu gehört Merken, ist ja auch das, was uns geistig fit hält. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, auch mal so ein bisschen sein Gedächtnis wieder zu trainieren, weil erstmal macht es mega viel Spaß, es hält jung und fit und man lernt auch noch was. Und das macht auch noch glücklich. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum man das gerne mal ausprobieren kann. Ja, es ist auch vor allem, ich finde auch, wir merken uns einfach nichts mehr. Ne? Man verliert so dieses, das war früher, war das auch so toll, es macht ja auch Spaß. Also man hat ja auch früher, ich packe meinen Koffer gespielt und sowas. Mhm. Einfach, und man merkt schon, wann man, ne, bei welcher Nummer man schon so, was war das doch, was war das noch? Auch da ist ja wichtig, sich eine Geschichte zuzumerken. Ja, voll. Genau, und da funktioniert es natürlich super. Also wenn man da sich so eine Geschichte ausdenkt zu den einzelnen Wörtern, die man sich merken möchte, dann ist man auf jeden Fall unschlagbar. Wenn man Wie viele Minuten würdest du sagen, wäre es wichtig, am Tag das Gedächtnis zu trainieren mit irgendwas? Also einfach, wenn man einfach bewusst so ein bisschen darauf achtet. Ich sage jetzt nicht, okay, 10 Minuten am Tag sind super, sondern einfach vor allem auch diese Momente, wo man sofort immer das Handy zückt. Also es ist ja wirklich so, dass wir keine Sekunde mehr gefühlt irgendwo warten können, sondern wir wollen sofort irgendwie unser Gehirn mit Infos füttern. Und das führt eben dazu, dass wir das über den Tag, was wir erfahren haben, eben nicht mehr so verarbeiten können wie früher. Also unser Gehirn braucht eigentlich ein bisschen Leerlauf ab und zu, um Sachen auch zu verarbeiten. Deswegen einfach mal nichts machen, ist auch schon ein kleines Gedächtnistraining, weil unser Gehirn dann einfach Luft hat, alles mal, was es auch vielleicht Neues gelernt und erfahren hat, dass ich es setzen kann, weil genau, unser Gehirn funktioniert ja so, ich kann das mal hier kurz mit meinem Aufladegerät zeigen. Also wenn jetzt ganz vereinfacht gesagt, wenn meine Hände jetzt Gehirnzellen wären, dann wenn wir was Neues lernen, dann entsteht eben so eine Verbindung zwischen diesen Gehirnzellen. Und wenn wir es jetzt nicht mehr benutzen, dann ist diese Synapse, also diese Verbindung zwischen den Gehirnzellen, die verschwindet natürlich wieder. Okay. Und wenn man es dann wiederholt oder auch dem Gehirn ein bisschen Zeit gibt, sich damit zu beschäftigen, dann wird eben aus dieser kleinen, dem kleinen Trampelpfad hier irgendwann so eine kleine Landstraße und dann auch irgendwann so eine richtige Datenautobahn. Und dann vergessen wir das natürlich auch nicht so wieder. Und da helfen natürlich Bilder und natürlich auch Pausen ab und zu, dass eben unser Gehirn auch Zeit hat, diese Verknüpfungen wirklich nachhaltig zu bilden sozusagen. Das heißt, es ist wirklich tatsächlich gut, zwischendurch Leerlauf zu haben, damit das Gehirn nicht immer nur Input kriegt, weil es dann irgendwann abschaltet und quasi nichts mehr aufnimmt. Sehe ich das richtig? Ungefähr so, genau. Weil wir einfach dann keine Pause mehr haben, um was wir eben gerade erfahren haben, zu verarbeiten. Und dann entstehen erst gar nicht so Synapsen, weil dann gleich wieder, das weiß ja dann gar nicht mehr, wo es jetzt hier eine Synapse bauen soll, weil ja überall vielleicht was Neues, neue Informationen reinkommen. Und dann, genau, sind es einfach super viele Informationen. Und gerade im Internet ist ja einfach die ganze Zeit was los, überall blinkt es, überall will man draufklicken. Genau, und deshalb ja, ist das auf jeden Fall schon mal gut. Und dann kann man natürlich auch mal probieren, ist ja auch ganz praktisch, sich an so Pausen irgendwo unterwegs einfach mal eine Handynummer zu merken oder die eigene IBAN oder Bahncardnummer, was auch immer. Weil das sind ja auch Sachen, die man ab und zu braucht. Wenn der Akku leer ist, ist es voll hilfreich, wenn man ein paar Nummern auswendig kennt. Ja. Und ja, und Spaß macht es ja eben auch. Naja, zum Beispiel ist es auch was auch toll ist, das merke ich an dem Herrn Karl, der ist ein wandelndes Lexikon. Weißt du, also dass man am Tisch mit jemandem sitzt und man stellt eine Frage und jemand kann sozusagen auch was Geschichtliches beantworten und nicht sagt, ich google mal schnell. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also sozusagen, dass wir haben ja mal Sachen gelernt und auch Geschichte ist ja spannend, weil man kann ja nicht alles immer nur mal schnell nachgucken und alles löschen, das ist ja schrecklich. Ja, voll. Und das Wichtige ist auch ein cooles Gedächtnistraining, eben nicht sofort nachzugucken, sondern erstmal zu überlegen, ob man nicht doch noch selber drauf kommt. Ja. Weil erstmal, dann sucht nämlich unser Gehirn rum und baut vielleicht auch schon so irgendwie so, aktiviert so ein paar Gehirnzellen, die vielleicht schon irgendwie ganz praktisch wären. Und wenn man dann die Lösung schaut, nachdem man erstmal drüber nachgedacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass man sich danach daran erinnern kann, weil man eben so eine Spannung erzeugt hat. Ne? Weil ansonsten unser Gehirn hat ja auch gar keinen Spaß mehr dran, weil wir wissen, okay, wir können es einfach nachgucken, dann weiß ich es, aber ich kann es nächstes Mal auch wieder nachgucken. Also es hat irgendwie gar nicht mehr so Interesse nachzugucken. Und es hat auch ganz viel damit zu tun, was man über sein eigenes Gehirn denkt. Wenn man sich denkt, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis oder sagt das auch immer, dann denkt das Gehirn, ach geil,
großartig, muss ich mir ja gar nicht anstrengen und höre gar nicht zu, wenn ich jetzt irgendwie neuen Namen lerne. Und dann entwickelt man das so und dann wird man ja auch wieder in dem Denken bestätigt, dass man sich keine guten Namen merkt, nicht guten Namen merken kann. Genau, und wenn man wieder anfängt zu sehen, ach cool, zum Beispiel, ich kann mir jetzt 10 Punkte einer Einkaufsliste merken, denkt man vielleicht, ach, vielleicht habe ich ja doch ein ganz gutes Gedächtnis und dann wird das Gehirn einfach auch besser oder man traut sich mehr zu und es hat einen irren Einfluss. Also auch bei Kindern, das ist der absolute Wahnsinn, wenn die mal wieder so ein bisschen Selbstvertrauen schöpfen und denken, ach krass, ich kann ja doch lernen, dann macht das auf so vielen Ebenen was. Also das ist hast ganz du denn auch, hast du denn auch, das, ich muss dir ganz kurz, bevor ich das sage, ich kann heute noch, und da war ich 7 Jahre alt, das ist jetzt 40 Jahre her, da sollten wir Dinosaurier, haben wir so gemalt und dazu geschrieben, ich kann heute noch Diplodocus, Diplodocus war mit 25 Meter Länge der größte und schwerste seiner Art. Er lebte in Tümpeln und flachem Wasser und ernährte sich von Wasserpflanzen. Das kann ich heute noch, das weiß ich, habe ich damals, bis ich das geschrieben hatte, bis ich das Bild gemalt hatte, weißt du? Mhm. Das war einfach, und das kann ich noch, und da bin ich, das ist 40 Jahre her. Das habe ich nicht angeschaut, aber das ist was Tolles eigentlich, dann freut man sich auch richtig. Voll. Dass man sich was merken kann. Total. Ist ja eigentlich was richtig, richtig Cooles. Also auch so, es wird auch, wenn wir uns was merken oder was Neues lernen, wird Dopamin ausgeschüttet. Also Glück ist wirklich auch ein Nebenprodukt eines Lernvorgangs. Also unser Gehirn ist, find's eigentlich ganz, ist eigentlich ganz scharf drauf. Aber in der Schule ist es ja oft irgendwie auch so ein bisschen so abtrainiert worden, weil da war ja auch keine Spannung da. Ne? Es war immer so, der Lehrer oder die Lehrerin erklärt was, dann macht man es nach. Im besten Fall klappt es zwar dann so, aber es war auch nicht so, dass man sich was selber arbeiten dürfte, also zumindest, also heute, es ändert sich natürlich Gott sei Dank langsam auch Schritt für Schritt. Naja, aber entschuldige, meine Kinder sind ja in der Schule, also es ist ja schade, ich meine, das wäre ja mal geil, wenn du so anfängst als Lehrer mit den Vokabeln zu lernen, auch in Latein oder sowas, so die Geschichten zu erzählen, dann wird der nach Hause kommen und würde das wissen. Hast du denn bei diesen Lernprogrammen, die du machst, ne, die man auch kaufen kann, bei dir erwerben kann, gibt es da auch Kinder, also wie man mit Kindern Vokabeln lernt und sowas, ist das alles dabei? Das kommt da alles vor, wie man Vokabeln lernen kann, wie man sich auch Geschichtsdaten merken kann, wie man Texte sich merken kann, wie man sich Formeln merken kann. Also im Grunde genommen kann man sich wirklich alles damit einprägen, was man irgendwie als Text formulieren kann. Natürlich Mathe, Physik, Bio, da gibt es natürlich auch Dinge, die man üben darf. Das kann natürlich nicht das Gedächtnistraining jedes Problem lösen, aber wenn man alleine schon die Sachen, die man lernen muss, da Spaß entwickelt und sieht, ach cool, das kann ich schon mal, dann entwickelt man ja auch dieses Mindset, was dann bedeutet so, wenn ich etwas nicht kann, heißt es halt nur, ich kann es noch nicht, aber wenn ich irgendwie 20 Minuten mich hinsetze und jetzt hier das mal mache, dann klappt das auch. Und das ist ja aber die wichtige Erfahrung, die man erstmal machen muss, dass es sich lohnt, sich hinzusetzen. Wenn man denkt oder nur schlechte Erfahrungen gemacht hat und oft kriegt man in der Schule immer dann halt diese Fehler gezeigt und dann denkt man so, okay, ich bin offenbar nicht so gut, wie ich sein soll, weil es viel rot. Und dann hat man ja gar nicht so die Motivation auch. Und man denkt immer, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Und wenn man erstmal die Erfahrung macht, ach cool, das bringt doch was, mich jetzt hinzusetzen, ist es ja viel besser, als wenn man, auch manchmal kann man ja 2 Stunden üben, wenn man glaubt, es bringt nichts, dann bringt es ja auch tatsächlich nichts. Nee, und zwar gar nichts. Ihr Lieben, voll. Mensch, 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 Christiane, das ist viel Information, auch die muss ich mir merken. Ne? Ja. Aber das Gute ist, ich kann es mir angucken und ich würde euch bitten, morgen früh, wenn ihr aufsteht, dann schreibt doch, der es noch mitkriegt, schreibt mir doch eine Privatnachricht, ob ihr euch die Kette noch merken könnt. Oder? Wir können jetzt noch die Termine uns merken mit Erdengastro. Und wer Lust hat, Christian, wir müssen ins Bett, es ist 23:15 Uhr, ich drehe durch. Mhm. Wer Lust hat, der kann bei dir wirklich diese Kurse kriegen, das finde ich ganz toll. Sagst du deine Internetadresse noch bitte? Super gerne, das ist einfach mein Name, also www.christianestenger.de. Da kann man auf Online-Kurs klicken und genau, wenn ihr Lust habt in meiner Story, weil ich es bei dir so schön fand, da poste ich jetzt auch noch so einen kleinen Gutscheincode, dann das seht ihr dann gibt es auch noch einen besonderen Preis für euch, falls jemand Lust hat, das zu machen. Genau, und dann könnt ihr das da abchecken und dann freue ich mich auch, euch vielleicht in den Zoom-Call zu sehen, weil es ist eben nicht nur so ein Training, was man online sich Videos angucken kann, sondern man kann auch wirklich im Zoom-Call mir vorher Lernstoff schicken und ich erkläre jeden Lernstoff, wie man sich den merken kann. Ah, das ist aber super. Mhm. Also das schaut euch bitte an. Und jetzt die Frage an euch, Gedächtnistraining. Wer hat sich die E-Mail-Adresse gemerkt? Ne? Christiane, was kann man da? Christbaum? Können wir an Christbaum denken? Genau. Ja? www.christiane. Genau, Punkt. Christbaum, ja, oder genau, Christiane, wie der Christbaum. Stenger, glaube, können wir daran denken, an den Stängel, die Stange. Genau, oder der Stängel,
so der Stängel. Genau, und dann ist aber den Stängel formen wir irgendwie so ein R und dann hängen wir an diesen Christbaum ganz viele Stängel, die so als R geformt sind, damit es kein Stängel ist, sondern Stänger am Ende. Stänger, da hängen wir, die wie ein R geformt sind, okay? Und dann machen wir Add. Also einfach, ach so, genau, also einfach www.christianestenger.de ist die Webseite. Ja, da schreibt jemand, www.christianestenger.de. Super. Cool, das hat geklappt. Und für die, die sich das so spät nicht mehr merken können, die Christiane schreibt jetzt noch einen Kommentar unter das Video. Genau, das mache ich gleich sehr gerne. Und ich habe auch noch einen Punkt gesagt, also Christiane Stenger zusammen. Nein, das war super. Genau. Christiane ist ganz, 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 ganz toll. Und wie toll, dass du deinen Code, also wer gucken möchte, kann bei der Christiane sozusagen in die Story gucken. Ich freue mich sehr. Ich finde das ganz spannend und ich mache das weiter. Und ich bin seit Sommer wirklich nachhaltig. Das ist ganz, ich habe nachhaltig immer wieder davon berichtet und habe das auch wirklich mit den Kindern probiert. Auch an dem Moment, es war mit den Kleinen. Da waren wir in Österreich, da waren auch noch die Cousins und Cousinen da und die waren so völlig überdreht und so laut und so und waren gerade so eine Phase. Da habe ich gesagt, komm, wir setzen uns hin und machen ein Spiel. Und dann habe ich 10 Sachen gesucht und habe die hingelegt, ja, und habe immer eins hingelegt und habe diese Kette erklärt. Und das war, da waren die total, also das merktest du richtig, wie lange hält auch eine Konzentration, ja. Also dann haben die, erst waren sie ganz aufgeregt, haben die ersten zwei gesagt und dann haben die anderen, dann fiel die Konzentration wieder ab, wo du wirklich merkst, das zu üben, ja. Und du brauchst gar nicht irgendwie Computer das, sondern einfach, die sind ja total da, die wollen ja. Die sind so, und auch mein Gehirn will, ich muss auch üben. Und vor allem haben Kinder halt so krass gute Ideen und krass viele Ideen. Das ist der Wahnsinn. Also die Fantasie ist so schön, das mit anzusehen alleine, was sie sich alles ausdenken. Und deswegen unterstützt es halt voll einfach auch diesen Prozess, dass halt Lernen Spaß machen kann auch zwischendrin. Das ist super. Christiane, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns wieder in diesem Leben, ganz sicher. Da toll, dass du auch da gewesen bist und für deine Zeit. Ja. Danke für die Einladung. Schöne Weihnachten, mein Herz. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Ach, wie herrlich, ihr Lieben. Das ist also wirklich, ist ein anderes stilles Örtchen als sonst, aber ich finde, wir müssen auch, und das ist mir ganz, ganz wichtig, auch so verschiedene Aspekte beleuchten. Und Gedächtnistraining, wirklich, manchmal denke ich, oh Gott, ich verliere mein Gedächtnis, weil ich mir Sachen nicht mehr merken kann. Ja? Und das ist, und da habe ich, wie ich die Christiane getroffen habe, ich gedacht, ja, man muss es machen, man muss es spielerisch machen und mit den Bildern. Und sie hat das so gut erklärt, dass ich gedacht habe, genau das ist irgendwie der richtige Weg. Und deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig. Nee, heute kein Fragebogen, aber ich würde euch die Frage stellen, ob ihr morgen früh es schafft, wenn ihr aufsteht, euch diese Liste, die wir gemacht haben, der Block, ich sag nur, der Block, der Apfelsaft, die Fernbedienung, das Klopapier, der Kugelschreiber, die Zeitung, die Zahnpasta, die Orange, der Nagellack und sie hat es noch gesagt. Nicht der Ahornsirup, oder? Es war nicht der Ahornsirup. Agavendicksaft. Du hast es gerade geschrieben. Den hätte ich jetzt. Siehst du, sie hat es noch gesagt. Und ich habe ihn vergessen. Ja, Agavensaft, Herr Karl. Entschuldigung. Das, wirklich, ich habe das Letzte vergessen. Oh mein Gott, Agavendicksaft. Ihr habt vollkommen recht. Ihr habt vollkommen recht. Und der Karl schimpft mich auch schon. Ich wünsche euch eine ganz schöne Nacht. 14.12. merken, 19.30 Uhr. Vielleicht hat da jemand auch eine Brücke für. Da gibt es Ulig Shoppingparadies für die Frau Ulig Sachen. Ich freue mich sehr. Ich bedanke mich. Danke, danke, danke an und Gretel, an der Malotschika, an Noeli, an Hakle, dass ihr dieses Jahr so fleißig an meiner Seite wart und das Stille Örtchen so unterstützt habt. Ich danke euch, dass ihr an meiner Seite seid und das Stille Örtchen so unterstützt und das schaut. Das freut mich sehr. Nächste Woche ist die letzte Sendung und es wird eine wilde Woche. Ich werde euch mitnehmen auf dem Ritt und euch begleiten und wir sehen uns spätestens am Mittwochabend 19.30 Uhr. Gehabt euch wohl. Und das war's leider schon wieder. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Ulig stillen Örtchen. So, und jetzt suche ich die ominöse Klospülung, weil wir drücken sie ja nicht mehr. Passt auf.